Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Depp bei der zur Wahl war. Mit dabei ist die Fiester. Guten Tag. Hallo. Hawkins. Super. Und? Toll. Indoor. Und du bist Obsession. Ja gut, das ist aber nicht schlimm. Warte, ich habe eine lila Flashlight gefunden. Wenn du damit jetzt noch umgehen könntest, gell? Es hat einen Terrorer. Nee, ich glaube ein Deathslinger ist es. So klang es eben, glaube ich. Ja, ist ein Deathslinger. Wie hat der mich nicht gesehen? Was soll das? Wir sind noch im... Alter! Und die haut ab, anstatt zu helfen! Ich hasse diese Claudette. Sie hätte ihn sehen müssen. Kam von ihrer Richtung. Da, wo ich herkomme, wird wahrscheinlich ein Deathslinger kommen. Ja, das ist mir bewusst. Die Claudette muss ihn gesehen haben und ignoriert das. Gut. Deathslinger oder alias Shitslinger, jagt er dich noch? Ja. Ha! Ha! Da ist eine Palette zwischen. Geht nicht. So, wir nutzen unser Medkit, teilen uns. Was ich sagen wollte, es gibt noch doppelte Blutpunkte. Das tut entsprechend Assi-Killer und so. Gar nicht mit Noed und so. Ja, sowieso. Du brauchst gar nicht zu mir kommen. Du hast mir eben nicht geholfen. Du hättest eben so viele Punkte holen können, wenn du einfach nur dich zwischen mir und dem Deathslinger gestellt hättest. Du hättest Punkte bekommen für einen Protection-Hit, den du abgenommen hättest. Ich loot jetzt eine Kiste. Weil ich muss als Daily mit einem neuen Item entkommen. Er lässt mich in Ruhe? Ja, er hat jetzt die Claudette gefunden. Ja. Ich habe eine Geister-Flashlight bekommen. Oh. Okay, ich habe eine lila, ne? Aber ich habe Geister. Tja. Die ist gruselig, ich höre dich rummeckern. Ich mach mal ein Totem weg. Mach ich glaube, das ist nie verkehrt, vor allem auf der Map. Wo man nicht weiß, was es alles gibt. Das könnte ja sein, dass nachdem alle Gens gemacht wurden, ein Totem anfängt zu brennen. Ich würde darauf wetten, dass das der Fall sein wird. Also wirklich? Seien wir ehrlich. Ich loote noch eine weitere Kiste. Ich bin total nützlich fürs Team, das ist wichtig. Auch mal hilfreich zu sein. Indem ich nämlich schaue, was in den Kisten drin ist. Ich habe gefunden ein Medkit. Ein gelbes. Ich nehme lieber das Medkit. Medkits sind besser. Theoretisch müsste einer der Random näher an der Hängenden sein als ich. Ja, davon bin ich ausgegangen, dass das der Fall sein wird. Ich würde den Gen oben erstmal stehen lassen, weil der ist nämlich nachher auch für den Killer beschissen zu verteidigen. Weil zeitintensiv und so Geschichten. Dementsprechend lasse ich das mal sein. Hat er Ruin? Weißt du da was? Nein. Nein. Aber genau in dem Moment kommt natürlich wieder ein Skillcheck. Ja, so ist das immer. Wunder. Natürlich, du gehst weg, erstmal geht der Gen hoch. Aber immer schön die Augen offen halten. Ich habe einen blöden Spot, weil er mich von zwei Seiten direkt hitten kann. Und der einen dich zuerst sieht. Und ich habe eine Katze, also. Ja gut, dann ist okay. Problem ist ja beim Deathslinger, der hat von sich aus schon einen sehr kleinen Terrorradius und in der Regel nutzen die auch noch Monitor and Abuse, um richtig assi zu sein. Wenn er dann eine Perk-Auswahl hat. Ja. Ich war hilfreich, ich habe an den Gen gearbeitet. So schön für dich. Ich weiß. Ich habe auch ein Totem. Ich mache noch ein Totem weg. Das ist das zweite. Ich habe zwei Kisten gelootet. Ich finde, ich bin echt gut heute. Ich bin halt gut. Super gut drauf. Das Schlimme hier ist, ich kann mich nie orientieren, wo sind eventuell noch Gens, wie auf jeder Indoor-Map. Das kann ich einfach ums Verrecken. Er liegt oben, okay. Sicherer Palette, hier wo du gerade lang gelaufen bist, links daneben im großen Raum ist keine Palette. Okay. Also quasi rechts hinter dir.
Nee, vor dir. Was ist denn los mit dir? Immer wenn ich komme, dann machst du einen Skillcheck. Ja, das erste Mal, weil ich ihn losgelassen habe. Und jetzt? Und jetzt, weil der Skillcheck einfach Pixel waren. Also nicht Pixel, aber Bild, also Frames. Ich glaube, er wird von rechts kommen. Nice, er rettet wahrscheinlich jetzt, weil er einen Gen gemacht hat. Nee, ich... Gerade wenn ich weggehe, ich hasse das. Dieses Timing, das Spiel hat so ein blödes Timing drauf. Hier geht's hoch. Ich hoffe, ich habe ich richtig gelegen, weil ich habe einen Schuss gehört von ihm. Er war nicht bei uns. Wieso laufe ich hoch, wenn er da unten ist? Was mache ich denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe leider kein BT. Gut getimed, alles gut. Laufe er weg. Ich habe gern den Hit für dich getankt. Jetzt müssen wir uns leider aufteilen. Leute, das tut mir leid. Lauf in deinem Leben. Außerdem wichtig ist, ich habe einen sicheren Anhub bekommen. Und es fehlt nur noch ein Gem. Oh, ich glaube, wir treffen uns gleich wieder, Claudette, weil ich folge deiner Blutspur. Ich zeig dem Killer, wo er lang gehen muss. Hat er nachgeladen? Wahrscheinlich hat er nachgeladen. Ist der Love Jump? Er hat mich verloren. Aber die Claudette hat er gefunden. Ja, das Schlimme ist, neben mir steht eine Claudette, die nichts macht, außer mich blocken. Du bist so... Ich hasse sie. Sie blockt mich einfach nur. Wasted eine Palette. Worthlessness. Ich habe noch nie einen trefferenden Namen für einen Survivor gesehen, als dieses Stück etwas. Blockt mich und dann hittet sie... Tankt sie nicht mal den Hit. Und komm, drop die Palette auch noch. Drop sie, auf geht's. Ich hasse sie alle. Ja, jetzt bist du wieder down. Super gemacht, Worthlessness. Du bist so ein Stück etwas. Ich habe keine Ahnung, wo noch ein Gen ist. Oben? Ja, oben. Aber ich meine unten noch irgendwo auch hier drin. Ja, dann gehe ich mal gucken, dass ich dich irgendwie bekomme. Also ich weiß nicht, wie man so spielen kann wie diese Claudette. Killer ist zwischen uns beiden in den Raum reingegangen. Die andere rennt rum wie ein kopfloses Hühnchen. Ich weiß nicht, ob der Killer bei ihr ist oder nicht. Glaube ich aber nicht, weil ich höre einen Terrorradius. Was zum Teufel? Nice. Ach, nice. Phase 2, weil keiner sich hierher bewegt hat. Weil Claudette dumm ist. Ich werde First Hook sein. Ja klar, Self-Care dich. Ist gut. Mach das. Ist eine geile Idee. Geh weg, du dumme Claudette. Ich hasse Claudette. Wie die Pest. Lass mich in Ruhe. Ich heil mich selbst. Er geht so ein bisschen in eure Richtung auf jeden Fall. Ich lasse euch nicht schallen. Und hier, guck mal, was du auch abkriegst. Da. So, du wurdest von dem gerettet. Wir haben oben einen Gen, das weiß ich. Ich glaube an einem... Oh, Killer kommt in deine Richtung. Aufpassen. Natürlich ist die Palette weg. Die Palette ist weg. Ich suche jetzt jede aufgebrauchte Palette auf dieser Map. Hier ist noch eine Palette, die noch funktioniert. Die kann man noch droppen, wenn man möchte. Zwei Totems sind weg. Hier ist ein Gen relativ weit. Na gut, vielleicht auch nicht. Ist er durch? Nee. Ich finde nur keinen Eingang. Weil zwei von drei Türen zu sind.
Und der Killer ist hier. Da. Worthlessness, das hast du verdient. Schön gesandbagged, finde ich. Da, wo sie liegt, ist ein Gen. Daneben ist ein Gen. Und oben ist ein Gen. Also wir sind mehr oder weniger gedreigent. Aber sie ist jetzt auch tot, oder? Lässt er sie jetzt liegen, weil er Mitleid mit ihr hat? Ich hoffe nicht. Das hat sie verdient. Ist da auf jeden Fall gerade noch in der Nähe. Aber sie liegt ja gerade. Ja. Ja, er lässt sie erstmal liegen. Aber selber bleibt er dort auch in der Nähe. Also ja, weil er da mit alle Gens blockiert. Weil er hat auch den Aufgang nach oben unter Kontrolle. War das eine Assi-Aktion? Ja, war's. Aber ich, mir war danach, weil mir diese Worthlessness auf den Sack ging. Hast du dich irgendwie gesehen, Alter? Nicht der erste Ben. Wenn sie jede Palette campt, kann ich das auch. Und ich hatte einfach richtig Bock drauf. Ich sitze jetzt am Gen unten Mitte. Ich sitze auch am Gen, aber da, wo sie halt lag. Ja. Dann haben wir oben noch den Gen. Ist halt extrem blöde Situation. Das Gute ist, dass der obere Gen relativ safe ist. Also wenn man oben sitzt, ist man, glaube ich, relativ safe, weil das auch nur Zeit kostet. Killer jagt mich unten. Ich versuche ihn wegzuziehen von euren Gens. Ich glaube aber, das interessiert ihn nicht. Nee, interessiert ihn nicht. Ich meine, er wäre dumm, da wegzugehen. Er hat keinen Grund. Mhm. Ich gehe mal wieder hin. Ich habe ihn hinter mir. Ich sitze wieder am Gen. Drei Viertel. Ja, ich warte eh, dass ich den No-Head-Hit dann kriege. %90. Ich habe leider kein Atre. Aber ich ziehe ihn komplett weg von den Gens. Also, du hast Zeit, ihn durchzuziehen. Ja. Genau. Ausgangstor dort und... Wo ist das andere Ausgangstor gewesen? Gegenüber? Die sind gegenüber. Gegenüber, die sind sich gegenüber. Hier ist kein Totem. Da auch nicht. Das gab... Nee, ist das kein richtiger Hit. Das zählt nicht. Daraus kriege ich nicht ob raus, ob er No-Head hat. Mein Medkit reicht leider nicht mehr ganz zum Safe-Kehren. Glaube ich. Hm. Nee, reicht definitiv nicht. Wie yes. ist? Ja, nein, ist jetzt nicht mehr. Also ich würde das eine Tor jetzt 99. Er ist hinten am Portalraum. Mhm, okay. Welches Tor 99? Das näher am gemachten Gen oder das weiter weg? Da, wo sie liegt oder andere Seite? Andere Seite, auf der, du bist. Dann komme ich dahin, dann kannst du mich gerade mal fertig heilen, weil sie ist, glaube ich, noch nicht tot. Beautiful Sunset. Ich glaube, sie ist nicht tot. Sie hat keinen No-Head, also können wir was machen. Das ist 99, richtig? Ja. Okay. Die ist mir egal und sie liegt am anderen Ende. Ja, und sie wird aufgehoben. Komm schon, du hast dich recovered. Sie ist eh tot, also. Das Tor ist noch nicht angefangen. Nee, war das andere. Komm schon, lauf weg. Dann kommt der Killer. Ich gebe dir Rückendeckung, du musst nur von vorne gucken, Claudette. Bin ich. Jetzt mache ich den Bodyguard von rechts. Wir kommen hinter dir. Ja. Wird hier dann gucken. Im Notfall. Er kommt auf. Also er guckt auf jeden Fall zu uns. Könnt ihr? Von wo wird er kommen? Vom Tor aus oder? Ja, vom Tor aus. Ja. Kannst aufmachen und rausgehen. Jetzt pass auf, jetzt wirst du durch die Linien gehittet. Ja. Ist hier ein Haken bei dir? Ja, der ist genau am Tor. Das ist okay. Ich habe zwar kein BT, aber wir kriegen dich da raus. Alles gut. Ja.
Ja, die Claudette holt mich runter. Ja, ist okay. Ich renn raus. Alles gut, wir haben dich. Okay. Nee, direkt rausgehen. Mach keinen Unsinn, der hat die Knarre. Damit zieht er dich von der Linie weg. Ja. Na also. Lief doch. Geht doch. Richtig schön, noch die eine gesendet weg. Das hat sie verdient, wie ich finde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt beim nächsten Mal dabei. Bis dahin natürlich noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tschüss.